Hier sehen wir jetzt ein Leitchassis mit Doppelblattfeder. Die Doppelblattfeder empfehlen wir auch in dem Zusammenhang häufig, besonders wenn es ein 6,40 Meter Fahrzeug ist oder man vorhat, hinten noch einen Fahrradträger mit zum Beispiel E-Bikes ranzumachen, damit man einfach ein bisschen mehr Luft hat und die Feder verstärkt ist, um hinten nicht so schnell aufzusetzen. Beim Maxi-Chassis oder Maxi-Fahrwerk würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen, da ist die Federung ohnehin stark genug.